Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Tutorial, und zwar zu wie bekomme ich diesen wunderschönen Technik-Launcher. Ja, ich nehme jetzt hier mit Windows 8 auf, was aber eigentlich kein Problem sein dürfte, denn es ist eigentlich genau dasselbe auch bei Windows 7 oder Windows XP. Ihr geht also zuerst mal Technik-Launcher braucht ihr, um Minecraft Hexit oder andere Mod-Packs benutzen zu können. Wie schon also erwähnt, es ist ein Launcher. Das sieht dann so aus. Ich starte ihn mal kurz. Ja, zuerst mal muss ich mich anmelden. Dürfte aber gleich erledigt sein. Passwort dürfte mir eigentlich noch einfallen. So. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier habt ihr eben als erstes mal ein paar Packs. Also die drei hier sind nicht drauf. Das ist aber drauf, genauso wie das. Und auf Add New Packs, könnt ihr eben neue Mod Packs hinzufügen. Das werde ich euch aber dann nochmal ein Tutorial dazu machen und das ausführlicher erklären. Auf jeden Fall sind das alles, das ist alles ein Mod, der also mindestens 20 Mods umschließt. Also das meiste ist, glaube ich, irgendwie was mit 130 oder so. Der hat insgesamt 130 Mods drinnen. Ja, aber auf jeden Fall zeige ich euch, wie ihr zuerst mal das Technik Launcher Zeugs bekommt. Und zwar, ihr könnt entweder den normalen Internet Explorer benutzen oder eben Firefox. Ich mache immer lieber Firefox. Dann ergebt ihr ein Technik Launcher. Ich verschreibe mich jetzt ziemlich oft, weil mein Kabelzeug liegt alles auf der Tastatur, darum habe ich jetzt auch gerade mit K geschrieben. Ja, dann geht ihr hier auf diese Seite, Link ist aber in der Beschreibung, geht einfach drauf und dann seid ihr hier. Dann seht ihr hier alles schon hier, die Plattform, so sieht das dann halt ungefähr aus. Hier Home, hier könnt ihr News anzeigen lassen, was jetzt neu ist. Hier könnt ihr die Hauptmodpacks sehen, wie zum Beispiel Tacket oder sonst irgendwas. Ja, das macht jetzt aber nichts. Community Technik Launcher, dann gibt noch About Technik Plattform und so weiter. Und ihr könnt auch einfach auf Home gehen. Oder auch nicht. Ihr geht Download. Ihr geht auf Download. Eben gerade was ihr habt, ob ihr einen Mac, Linux oder Windows habt. Ich habe Windows. Und dann geht ihr hier halt eben auf Windows. Datei speichern. Das braucht nicht lang. Dann zieht, also ich mache es immer so, ich ziehe den dann gern hier so. Hoppala, meine Maus spart wieder. Hier so gern auf den Desktop drauf. Ah, klappt das? Ja. Dann, meine Maus schon wieder. Dann klickt ihr Doppelklick einfach wieder drauf. Das verwirrt jetzt, denke ich mal. Und dann seid ihr. Ah, ja, okay. Und dann startet es eben automatisch. Da müsst ihr euch halt noch mit euren Informationen, also mit euren Login-Account-Dateis einloggen. Also mit E-Mail-Adresse oder Ingame-Namen und Passwort. Und dann könnt ihr euch da anmelden und dann könnt ihr eben hier spielen. Das war es jetzt hier soweit mit dem Tutorial. Wie gesagt, steht in der Beschreibung der Link. Musik ist von Papa Fjord Music. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Da könnt ihr. Oh. Oh. Da könnt ihr hier drauf gehen. Und dann seht ihr es gleich hier. Musik von Papa Fjord Music. Dann kommt ihr hier hin. Und dann hier auf den Link einfach klicken. Und dann seid ihr hier. Und dann könnt ihr euch da kostenlos lizenzfreie Musik downloaden. Und ja, wie gesagt, Link auch in der Beschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Tutorial, in dem werde ich wahrscheinlich erklären, wie man denn überhaupt dann weitere Modpacks hinzufügen kann. Ich würde sagen, bis dahin, Leute, ciao.